Für dich habe ich wieder mal was vorbereitet, ne? So, dann wollen wir mal eine Runde puzzeln. Ja, das sieht doch irgendwie so nach Ecke aus, wenn ich doch nur wüsste, wo das hingehört. Vielleicht so. Ich nehme an, das gehört so hin. Ein Trinkbecher, der auch in irgendeine Ecke gehört, das könnte dann ja... Nee, wenn das so her... Nehmen wir mal an, das wird nicht ausgeschüttet, das Glas, dann wird das hier rum... sicher rum, genau, neues Wort. Neues Glück. Bin ja sowieso der Farbenspezialist, also... Ja, da kann ich richtig mit Kompetenz aufwarten. Ja, das passt nicht so ganz, aber das scheint zu passen. Zu pausen. Ich habe übrigens schon lange nicht mehr so gepuzzelt. Wie lange das her ist? Puh. Oder gibt es einfach einen Integer-Überlauf? Ich glaube, das sieht irgendwie besser aus. Passt mehr zum Tisch, oder? Würde ich jetzt so mutmaßen wollen. Machen wir die mal in die Ecke. Und dieses Gläsle Teil 1 oder 2 könnte ich mir vorstellen. Ach, das gehört daran. Ja, ja. Gut, gut. Das kommt denn da so drunter hin? Das da so ran. Und dieses kleine Süße so nicht. Ach, so passt's. Und das daran und dann fehlen noch genau zwei Teile, die wir irgendwo noch herbekommen. Oder auch nicht, je nachdem halt, ne? Okay. Jack ist wieder back hier. Für dich habe ich dann noch was vorbereitet. Versteck. Und das sieht nett gut aus. Das sieht aus, als wäre da jemand verdammt sauer. Ich glaube... Leuchtet jetzt eigentlich der Kerl oder leuchtet der Schlüssel? Moment. Nee, es ist der Schlüssel. Achso, und da er ihn trägt und immer noch bei sich hat, bleibt er da unten auch nicht. Okay. Gut. Wie wäre es denn, wenn ich da einfach mal so rübergehe? Nee, das ist nicht so die Lösung. wann kommt er da wieder raus? So, ich könnte mir... Ach so, haha. Ja, ich schlauer Junge. Ich könnte da ja einfach stumpf... Also ich könnte da so nicht. Ich muss wohl auf die andere Seite. Ich könnte da nämlich rüberspringen und einfach reinspringen. Dann bin ich zwar tot für eine kurze Zeit, aber das macht ja nichts. So, Tür geöffnet und... Ich habe irgendwie ein unbehagliches Gefühl. Ach so, das könnte an dem kleinen Jungen da unten liegen. Ich weiß auch nicht warum, aber... schön weiterschlafen. Kann ich da irgendwie vor... Oha! Haha, Kuckuck. Ich war es nicht. Nee, ich glaube, dem kann man brauchen... Oh. Okay, Kronleuchter raufwerfen. Funktioniert einwandfrei und er ist wach. Und nicht unbedingt glücklich. Ist doch kein Grund, das Maschinengewehr auszupacken, Schätzelein. Wie wär's denn, wenn ich ihm noch einen Kronleuchter auf den Kopf jage? Der ist da ganz angetan von und wir können natürlich den Kronleuchter auch wieder aufheben, während er von der Zeit gerade nicht beeinträchtigt wird und dann irgendwann loslassen. Ja, am besten so nicht. Oder auch einfach immer ihm den auf den Kopf jagen und dann wieder aufheben, je nachdem, wann er eben vorbeikommt. Ihm scheint das auf jeden Fall zu gefallen. Er hat richtig Laune da unten, also... Na, ein bisschen mehr benehmen. Hier hast du nicht im Knicke gelesen, also seit der Erstausgabe hat sich ja nun auch nicht so viel getan, außer dass die Frau jetzt ja nicht mehr zwingend... 3 Meter hinterm Mann gehen muss und so, ne? Nee, wie wär's denn, wenn du dann nochmal runtergehst? Guck mal. Und da hat er jetzt nur noch einen so einen Pieker auf dem Kopf. Das sieht mehr so nach Kaiser Wilhelm Helm aus, ne? Haha, Kaiser Wilhelm. Okay, der war ein bisschen lahm, ich seh's ein.
So, wie wäre es denn, wenn wir dir noch einen verpassen? Er sieht sehr glücklich aus, oder? Was meint ihr? Also ich finde, der sieht echt glücklich aus, da kann man echt nichts sagen. Und da hat jemand einen Schlüssel und der kriegt gleich was auf die Mütze. Denn der hat mit dem kollaboriert und das mögen wir hier nicht. Wenn ich doch nur wüsste, wo es jetzt lang geht, wahrscheinlich da rechts irgendwo lang. Da gibt es eine Tür und hier gibt es den Ausgang, das ist ja perfekt. Kommt der kleine Mann mit? Na du kleiner Mann, schwupp. Und da kommt er nicht mehr mit, ganz klare Sache. Ein Kribbeln. Und das Kribbeln kommt jetzt nicht nur durch die Musik, die vielleicht so ein ganz kleines bisschen kribbeln. Ah, ich sehe schon, wodurch das Kribbeln zustande kommt. Ja, ich werde gerade mal da... hier so links da ausprobieren, wofür denn das... wenn ich denn da hinkäme. Achso, da ist ein Holzding vor, das habe ich gar nicht gesehen. Nee, ich werde auf jeden Fall mal gucken, wofür denn... dieser Hebel hier links ist. Aber ich kann mir vorstellen... ja, das ist eine Plattform, mit der wir dann letztendlich zum Schloss kommen. Würde ich jetzt einfach mal vermuten, denn... einfach so machen. Sup. Denn anders kommen wir da leider nicht rauf. Und wäre da oben, da über uns, jetzt dieses Ding noch nicht vor, also... Verschluss, dann wäre ja auch alles gut. Was es ja nun nicht so ist. Also wieder zurückgebeamt und... und alles auf Anfang, könnte man sagen. Bis auf die Plattform, die wir da jetzt schon vorgefahren haben, mit welchem Nutzen auch immer. Und ich glaube, ich vertrödel hier deutlich zu viel... ja... und runterfallen ist auch nicht unbedingt notwendig. Also... ich werde mir dann ein Bild davon machen, was wir eigentlich... ist das ein leuchtender Schlüssel oder kann ich den auch einfach weiter rum? Nee, ich muss ihm den schon abknöpfen. Da führt echt kein Weg dran vorbei. Ja, ich muss ihm den abknöpfen. Ich muss ihm den abknöpfen. So, mein Schüler. Jetzt wäre natürlich die Frage, genau, die Frage aller Fragen, ob es überhaupt zeitlich möglich ist. Und wie wir gerade festgestellt haben, ist das nicht unbedingt ein Erfolgsversprechen, was ich da konzipiert habe. Das dauert einfach alles viel zu lange. Die Frage ist also... und vor allem haben wir das Puzzleteil, fällt mir da gerade auf. Also das hier so unter uns, das haben wir ja auch noch ja nicht. Eieieiei. Ich weiß schon, warum dieses Rätsel ein Kribbeln heißt, denn... da habe ich ein verfluchtes Kribbeln. Oh Mann. Ob man das auch irgendwie anders aufmachen kann, das Ding da oben? Na, ich weiß nicht. Auf jeden Fall glaube ich, dass es nicht sonderlich... einfacher wird, gleichzeitig hier durchzukommen, also wofür wir natürlich einen Schlüssel brauchen, da oben offen zu halten und wo denn hier, da links von uns jetzt das Puzzleteil zu holen. Also ich glaube, irgendwas bleibt dann wieder auf der Strecke, also zumindest wenn ich das mache, das ist ja ganz klar. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal den Schlüssel holen, ganz auf Anfang hier. So. Ja, das dauert zu lange. Wir müssen uns beeilen. Komm schon. Hüpp. So, da hätten wir den Schlüssel. Aber leider ist die Plattform ja gerade nicht hier, was das ziemlich ärgerlich ist. Nee, also das schaffe ich doch niemals. Never. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist im Nachhinein das vielleicht abzuholen, das Buseleteile. Entschuldigung. Ja, knapp daneben, aber schon recht gut. Also,
so war das auf jeden Fall nicht des Rätsels Lösung. Und was wir aber schon haben, ist... was haben wir denn jetzt eigentlich gewonnen, wenn ich das so mache, wie ich es mir vorhabe? So, nochmal darauf gesprungen. Fahre ich mal die Plattform nach... Ne, ich glaube, die muss schon nach ganz rechts hin. Und dass, wenn die da ist, ich hier rauf drücke und so schnell wie möglich nach links laufe. Ich denke, das ist doof, denn wir können uns ja auch einfach in der Zeit da zurück bewegen. Also kann ich hier ganz schnell mich bewegen. Bzup. 1, 2, 3. Und hast du nicht gesehen? Habe ich nicht geklaut übrigens. Nein, nein, das... Ne, dann stelle ich mich hier eine Weile hin, damit wir beim Zurückspulen nicht zu weit zurückspulen, weil die Plattform ja mitmacht. So, und jetzt geht das hier los. Du, hohohoho, guckst aber. Jetzt legen wir gleich den Hebel um. Während die Plattform da vor sich hinguckt, können wir schön in der Zeit zurückfahren. So in etwa. Vierfache Geschwindigkeit. Brrrrup. Und kommen super entspannt an, bevor die Plattform auch nur in der Nähe ist. Und können dann hier so oben rauf. Perfekt. Also wenn das nicht Skill ist, also... Dann weiß ich auch nicht. Okay, nachdem wir das geklärt hätten, bliebe jetzt nur noch... Oh. Den habe ich jetzt gnadenlos vergessen hier. Also nochmal Hebel umlegen. Das haben wir jetzt ja schon 30 Mal gemacht. Plopp. Ja, zur Not müssen wir auf das Puzzleteil da rechts verzichten, denn so persönlich sehe ich jetzt keine andere Möglichkeit als das, was ich da gerade vorgeführt habe. Tür auf und leider verschlossen. Da kann man auch nicht dran rütteln, das... Ja, schade, aber ist dann eben so. Vielleicht fällt mir ja gleich noch was ein, wie man das machen kann. Aber erstmal nicht so. Na gut, denn... Mal gucken hier, was da für eine Party geht. Ich kann mich auf jeden Fall hier so lang hangeln und auch gar keine Angst haben. wo müssen wir hin? Wir müssen... Oh, ich sehe gerade unter uns, wo ich jetzt gerade nicht hinzeigen kann, ist eine... Was ist denn da eigentlich besonders dran? Ist auf jeden Fall eine Plattform. Und ganz links unten, da, also neben der linken Kanone, sieht man einen Hebel. Wäre natürlich zu schön, wenn der jetzt für unser Puzzleteilproblem da hilfreich wäre, aber damit können wir wenigstens zu der Plattform rausfahren, glaube ich zumindest. Aber das probieren wir doch gleich mal vor Ort aus. Hüpf, nein. Hüpf, ja, so geht's. Und bloß den Kanönchen ausweichen, da... Kinder. Gibt es irgendeinen schönen Moment? Ich weiß es nicht. Doing. Das war da deutlich zu weit. Das war zu nah. Ich fühle mich auch gerade echt behaglich hier, also... Die Schuhe sind schon ausgezogen und alles kribbelt und, naja. So, auf dem Absteigen... ist das nicht unbedingt angenehm? Also, wohnen möchte ich hier... Ach, dann kommt da noch so ein kleines Bunny von oben. Was soll denn das? Ach, du solltest doch in irgendeiner Zeitung sein. Was soll denn das jetzt? So, auf jeden Fall erstmal Hebel umlegen. Da fährt die Plattform raus, okay. Dann kann ich ja ganz entspannt eigentlich wieder hier zurückfahren. Das ist so grandios, das Spielprinzip. So, und auf die Plattform rauf. Und was passiert jetzt? Jetzt kann ich die Zeit um mich herum zurückdrehen. Was ja wahnsinnig cool ist. Aber ich habe das Gefühl, damit wird gleich diese Plattform da links, die da nicht unbedingt raus wollte, wird wieder nach oben fahren. Und dann können wir von dieser Seite daran. Mann, oh Mann, haben wir viel gemacht. Das klingt so, als wenn Wasser kochen würde, ne? Ja, ja, Nudeln sind gleich fertig. Moment noch.